YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdressed und heute begrüße ich euch mal wieder zu einem ganz besonderen Video, weil wir mit ADR bringen unsere Summer 2024 Kollektion raus. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, jeder, der ADR auf Instagram folgt, der sollte es eigentlich schon ein Auge drauf geworfen haben. Big, big news, ADR wird ab August bei Breuninger und bei Zalando vertreten sein, Freunde. Ihr könnt das gar nicht glauben, wie crazy das für mich ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, diese ganzen Verhandlungen, dieses ganze Retail-Business geht jetzt schon bestimmt ein Jahr oder so. Ich meine, das war auch einer der Gründe, warum wir hier so inaktiv geworden sind auf dem Hauptkanal. Weil glaubt es mir, das ist verdammt viel Arbeit. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, weil alleine, Freunde, ihr wisst, wie oft waren wir damals bei Breuninger, wie viele Shopping-Vlogs haben wir damals gemacht. Und jetzt können wir sagen, das gesamte ADR-Team, das ist unser Staff, ab August bzw. September, je nachdem, wie schnell die online gehen, dort hängen werden. Crazy, Leute. Dickes Dankeschön an euch, die das natürlich möglich gemacht haben. Ohne euch wäre das niemals zustande gekommen. Umso mehr freue ich mich, euch heute die Sommerkollektion mit dem Namen Decay zu präsentieren. Insgesamt haben wir 20 Pieces, meine Freunde. Ich glaube, das ist bis jetzt unsere größte Kollektion, die wir jemals rausgebracht haben. Jetzt wieder ein oder andere sagen, nein, Terra war größer, aber Terra hatte auch, ich glaube, 12 Pieces, die alle gleich waren. Nur die Colorways haben sich geswitcht. Deswegen ist das hier auf jeden Fall ein bisschen mehr als noch die Terra-Kollektion. Nichtsdestotrotz einmal alle harten Fakten raus an euch. Denn die Kollektion wird am 28.07. am Sonntag wie immer um Punkt 13 Uhr veröffentlicht. Ich glaube, mittlerweile ist klar, dass wir Worldwide Shipping haben. Jeder, der irgendwie Early Access haben will, ja, just saying, der sollte die WhatsApp-Gruppe abonniert haben. Alle Links dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, genug geschnackt. Wir sliden direkt in die Pieces. Ich freue mich sehr, euch die einzelnen Sachen zu präsentieren. Und es gibt auch ein paar Referenzen zu vorherigen Pieces, aber alles nach der Reihe. Wir fangen direkt mit dem ersten an, nämlich dem Nebula Muzzle Shirt. Und das ist genau einer dieser Pieces, die wir so ähnlich schon mal rausgebracht haben. Wer kann sich daran erinnern? Ich glaube, das war vor 2-3 Jahren, hatten wir schon mal ein Muzzle Tee, was crazy bei euch angekommen ist. Hier haben wir jetzt denselben Schnitt, allerdings ein komplett anderes Design. Wir haben hier einmal diese Two-Tone-Optik, die wir häufiger in dieser Kollektion sehen werden. Wir haben natürlich überall diese offenen Nähte, auch die Inside-Out-Nähte und Inside-Out-Kragen, wie es für uns üblich ist, am Start. Und dann haben wir vorne einen Print, den man erstmal so gar nicht entziffern kann. Aber wenn man genauer hinguckt, dann steht da Atelier Ropar, meine Freunde. Hinten, jetzt auch schon länger mit dabei, unsere zwei Buttons als Identifikationsmerkmal. Ihr wisst Bescheid. Und dieses Muzzle Shirt und auch alle anderen T-Shirts haben bei uns 260 GSM. Alle Preise etc. Und wie das Ding on body aussieht, findet ihr auf Instagram. Deswegen auf jeden Fall der ADR Instagram-Seite folgen, meine Freunde, weil da findet ihr nochmal weitere Einblicke. Und da könnt ihr, glaube ich, auch nochmal sehen, ob das Piece euch taugt oder nicht. Machen wir direkt weiter mit dem Oilstain-T-Shirt. Das T-Shirt hat ein besonderes Merkmal, was ich todesfeier. Und zwar ist es double-layered. Wir haben einmal, wie gesagt, diesen 260 GSM-Stoff am Start. Und darunter haben wir nochmal so ein gelayertes Netz-Dingen, wenn ihr versteht, was ich meine. Vorne einmal die Oil Stains drauf geprintet und hier überall noch so leichtes Distressing am Start, sowohl am Kragen als auch an den Ärmeln und auch generell so overall überall durch das T-Shirt hinweg. Finde ich eigentlich einer meiner Lieblings-T-Shirts, einfach aus dem Grund, weil es double-layered ist und damit einfach nochmal ein bisschen Spezies in die Nummer gibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für den einen oder anderen too much sein wird. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, bei dem Button-T-Shirt zuzuschlagen. Das ist ein T-Shirt bzw. ein Element hier mit den Buttons, was wir auch schon häufiger gesehen haben. Dieses Mal in einer anderen Ausführung, weil wenn ihr mal schaut, dann hat das so einen Linksdrall, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Buttons kommen quasi so von links und faden dann so ein bisschen aus. Wir haben hier noch Ton in Ton unser ADR Rubber Patch, auch überall das Dressing drauf. Eine Waschung findet man hier auch, weil eigentlich sieht das T-Shirt ja schwarz wie dieses hier aus. Das kriegt dann so einen, ihr wisst, dieses ausgewaschene Schwarz-Type-Shee. Aber genau das feiere ich an den Tee. Ich würde euch, by the way, empfehlen, True to Size zu gehen, weil die T-Shirts fallen schon relativ cropped, boxy, ihr wisst, aus. Das bedeutet, wenn ihr da irgendwie eine Nummer abgeht, besteht die Möglichkeit, dass es zu groß sein wird. Aber wie gesagt, schaut euch die Modelbilder an.
wo die Sachen angezogen zu sehen sind, weil ich glaube, da muss jeder so ein bisschen auf seine Körperstatur und auf seinen Körperbau achten. Ich trage immer obenrum eine M bis maximal L und alle Hosen eigentlich L bis XL. Ich bin 1,76 groß und breit gebaut und braun gebrannt. Spaß beiseite, Fam. Und wenn wir uns das nächste anschauen, das Craft-T-Shirt, dann sehen wir hier zuallererst eine bisschen andere Waschung als gerade, weil das hat so einen Fade-Effekt, der hier oben anfängt und dann, ja, verschwindet, sage ich jetzt einfach mal. Auch ein Element, was wir bei vorherigen Kollektionen häufiger gesehen haben. Vorne links auf entspannt kleiner Print, wo allerdings nochmal ADR eingestickt wurde in Orange, so als kleines Detail. Und hinten so auf Kfz-Mechatronika angelehnt, so ein paar Eckdaten, Tailoring Service, eine Nummer, Öffnungszeiten, da könnt ihr das auf jeden Fall erreichen. Ich glaube, entspanntes T-Shirt für den Alltag kann man rocken. Und auch hier, Freunde, sind natürlich unsere Buttons hinten am Start. Nein, das war es noch nicht mit T-Shirts. Wir haben noch drei weitere. Einmal das Patchwork T-Shirt in dieses Mal einer Farbe. Ich glaube, es gibt nur zwei farbige Pieces. Das hier zählt dazu. Das Patchwork T-Shirt in Grün. Auch hier wieder eine Waschung drauf. Ich muss sagen, das Grün gerade mit dem Patch hier drauf, todesnice gelungen. Das Patch hat so einen Beige und ist auch hier so ausgefranst. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Aber ich glaube, das Ding im Sommer kann man, ja, so als Everyday-Ding raushauen. Und vertraut mir, Fam, wenn ihr die Dinger in den Händen hält, die Qualität ist nice. Wie gesagt, der ziemlich schwere Stoff ist am Start. Und dann haben wir noch zwei weitere T-Shirts. Das darf natürlich nicht passieren. Einmal das Shoe-Print-T-Shirt, wo vorne ein Shoe-Print zu sehen ist. In so einem Puffer-Look. Ist nicht ganz puffy, ja, nicht dieses, ihr wisst, dieses corny puffy Ding, sondern nur so ganz leicht. Worauf das abzielen soll, dieser Print, ja, da lasst euch mal überraschen. Überall Inside-Out-Nähte, wir haben hier noch Kontrast-Stitching am Start. Und ganz wichtig, ich weiß, dass ihr das feiert, die Double-Sleeves hier, ja. Auch ein Element, was wir das ein oder andere Mal schon gesehen haben. Und jedes Mal habt ihr es sehr gefeiert, deswegen haben wir gedacht, komm, packen wir hier auch die Double-Sleeves mit rein. Und ansonsten hat das so einen weiß, minimal Eierschalenweiß Ton. Ich würde eher sagen, das ist ein weißes T-Shirt mit einem schwarzen Print. Und dann das letzte T-Shirt, ähnlich wie das Muzzle-Shirt, wieder Two-Tone, ein bisschen in diesem Biker-Look, deswegen haben wir das Biker-T-Shirt genannt. Vorne drei Prints, einmal ein kleines A, unsere Wings, Atelier Ropar, kann man glaube ich nicht übersehen. Und dann am Ärmel links allerdings nochmal unser Logo, die Buttons. Und auch in demselben Design oder in einem ähnlichen Design wie dieser Kollege hier. Sind halt, glaube ich, alles entspannte T-Shirts, die man im Sommer rocken kann. Wer es ein bisschen verrückter will, der kann sich natürlich das Double Layered holen. Aber ich glaube, ansonsten sind das, ja, Sachen, die man einfach so auf Everyday mit ein bisschen Spesefs rocken kann. Machen wir weiter mit den Kurzarmhemden. Ich glaube, Kurzarmhemden hat bei uns schon mittlerweile Tradition. Ich glaube, jeden Sommer hauen wir da welche raus. Und dieses Mal haben wir uns für zwei verschiedene entschieden. Wieder eins aus Canvas in Schwarz, wo ebenfalls diese Button-Optik zu sehen ist, die wir gerade schon bei dem T-Shirt gesehen haben. Natürlich zieht sich das hinten weiter. Allerdings ohne Branding, also dass jetzt nicht nochmal das Rubber-Patch draufgekommen. Cropped, boxy, mit leicht oversized Ärmeln. Ich muss sagen, fit gefällt mir unfassbar gut. Der gefällt mir sogar so gut, dass ich den ganzen Spaß jetzt hier einmal anziehe für euch. Just wait a second. Ich meine, könnte ein bisschen komisch werden hier jetzt mit dem T-Shirt. Heute fällt mir wirklich einiges hin. Damit ihr checkt, was ich meine. Hoffentlich findet das jetzt gut. Ich liebe das Ding. Aber, wem das vielleicht ein bisschen zu normal ist. Ich meine, wer läuft schon mit 200 Buttons durch die Gegend? Da haben wir das Cracked Denim Shirt. Freunde, die Cracked Denim Geschichte haben wir vor 1-2 Jahren rausgebracht. Bestehend aus einer Jacke, bestehend aus einer Hose. Die Resonanz darauf war wirklich crazy. Und wir haben uns gedacht, dass wir das Ganze in einem Kurzarmhemd umsetzen. Wieder die Elemente wie bei der Jacke. Also hier das Dressing. Vorne links eine Tasche mit Zipper. Vorne rechts eine Tasche ohne Zipper. Dann haben wir hier dieses Mal noch versteckt kleine Taschen eingebaut, weil es nervt ein bisschen, gerade bei so einem schweren Piece, weil das Ding ist echt heavy, wenn man dann irgendwie keine Tasche am Start hat. Ich glaube, Hauptmerkmal, Leute, guckt euch das an. That's a beauty. Wirklich, dieser Cracked Look, geisteskrank, finde ich todes. Und das gibt es auch als Set, aber dazu kommen wir gleich. Denn wir haben noch ein paar Oberteile, unter anderem hier das Sludge Long Sleeve. Auch das Ding ist wieder double layered und auch wirklich komplett double layered, nicht dieses Fake double layered, sondern so auf Ernst. Also ich kann hier wirklich durch so ein Loch gehen
und habe hier dann hinter meiner Hand noch eine komplette, ja, Schicht an Stoff. Überall dieses crazy distressing, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Auch hinten leicht asymmetrisch, Buttons sogar ein bisschen gefetzt. Ihr wisst, damit das Ganze authentisch aussieht. Überall Inside-Out-Nähte, Waschung drauf geklatscht, damit es wirklich komplett abgeranzt aussieht, weil das ist der Vibe davon. Und dann hier nochmal so einen, ja, ähnlich wie beim Shoeprint-T-Shirt, so ein angedeuteter Puffer-Print. Wir haben hier mit dem Schnitt ein bisschen rumexperimentiert. Es fällt deutlich normaler als sonst unsere Longsleeve. Ihr könnt euch vielleicht noch an die erinnern, die todescropped und todesboxy waren, wo auch die Ärmel todesweit waren. Das geht in eine andere Richtung, aber auch hier, Freunde, ich sag's tausendmal, aber damit ihr checkt, versteht ihr, was ich meine? Checkt auf Instagram die Fitpics ab. Dann haben wir noch zwei Sweater am Start. Das sind dieselben, einmal in grün und einmal in grau-schwarz. Hier haben wir wieder diesen Fade-Look eingebaut. Ich hoffe, der kommt jetzt ja, in der Kamera so rüber, wie ich es hier in echt sehe. Wir haben hier vorne links klein einen Print. Ich glaube, den werdet ihr gar nicht erkennen. Komplett clean, super nicer Fit, ein bisschen cropped, sehr boxy. Und wie immer die Buttons an den Ärmeln, sowohl hier beim Grün als auch beim Schwarzen. Wenn es jetzt einfach schwarz. Und wie immer eigentlich, also fast immer, die Inside-Out-Nähte, ja? Ich glaube, auch das sind entspannte Kollegen, die man so everyday rocken kann. Wer Bock hat auf so einen, ja, coolen Basic-Sweater mit einem interessanten Schnitt, der sollte sich die Dinger hier vielleicht mal anschauen. Und dann haben wir noch ein Oberteil, bevor es dann ja zu diesem Jacken-Thema geht, nämlich den Spectrum Zip Hoodie. Grauton, wieder Waschung drauf. Wir haben hier diese Ziernähte am Start, wieder Taschen verbaut, Freunde, der Taschen. YKK-Zipper brauche ich jetzt auch nicht erwähnen. Todesboxy, also mehr boxy als die anderen und auch ein bisschen croppter als die anderen, weil wir haben uns dazu entschieden, hier den Bund so mäßig abgeschnitten zu halten. Und das Ganze führt sich natürlich hinten weiter mit diesen Zwischennähten, etwas längere Ärmel, damit sich das Ganze ein bisschen stackt. Und das ist auch ein Bursche, den man einfach, ihr wisst, draußen warm, dann aus Ecken kalt, abends Regen und dann pullt man den einfach. Jetzt unter einem kurzen Hemd. Weiß jetzt nicht, ob das nice kommt, aber ihr checkt schon. Ihr checkt den Vibe. Und ich glaube, ist auch ganz nice, dass sie hier die, wie heißt denn das jetzt? Taschen. Die Taschen eingebaut haben, damit das ja nochmal ein bisschen alltagstauglicher ist. Und ich glaube, passt auch perfekt in das Design. Ich lasse den jetzt einfach an. Juckt mich nicht. Machen wir weiter, ich würde sagen, mit den Jacken. Jackentechnisch. Zwei Denims haben wir am Start. Also einmal die Denim Jacket, crazy Ding, auch die wieder cropped, boxy, wir haben vorne zwei Taschen, wir haben dieses Distressing everywhere, hier wieder Taschen so versteckt eingebaut, aber ich glaube Hauptmerkmal sind diese Nieten, die einmal komplett hinten durch das durch die Jacke fortgeführt werden. Gerade wie gesagt, weil es eine Sommerkollektion ist, dann braucht man mal ein bisschen Erfrischung, ich glaube da kommen sind die Löcher, ich mach Spaß. Die Jacke hat noch ein spezielles Merkmal, nämlich hier diese Schließmechanismus, weil die kann man einmal quasi so normal zumachen und dann haben wir hier noch diesen Strap, um das Ganze enger zu ziehen. Ich finde es ganz geil, weil wenn man darauf keinen Bock hat, das auch so runterbaumeln kann. Und ihr wisst, ich mag es, wenn es irgendwie so Klamotten irgendwas runterbaumelt, keine Ahnung. Ja, nur sexuell an der Stelle. Aber das ist so der Vibe und deswegen fühle ich das sehr, wenn man das offen lässt, also das zweite, den zweiten Schließmechanismus, weil dann hat man da noch so ein bisschen was hin und her fletscht. Ich hoffe, ihr steht einigermaßen, ja, mein Fetisch an der Stelle. Ansonsten gibt es dazu auch eine ähnliche Denim-Weste, unsere erste Denim-Weste, wenn es mich nicht täuscht. Freunde, by the way, ich finde die Waschung geisteskrank. Ich muss jetzt nicht erwähnen, dass alles YKK-Zipper sind. Wieder zwei Taschen vorne, wieder die versteckten Taschen in dieser Naht. Ansonsten wie die Jacke komplett ausgefranst, ja. Also hier die Öffnung der Ärmel hinten. By the way, hier auch nochmal diese 3D-Pocket. Auch ein Element, was wir von vorherigen Kollektionen nochmal aufgegriffen haben. Und das Geile hierbei ist, jetzt ziehe ich das Ding mal einmal aus, damit ihr checkt. Wir waren uns nicht sicher, lassen wir es drin, lassen wir es weg. Im Nachhinein bin ich echt froh, dass wir uns dazu entschieden haben, das drin zu behalten. Weil ihr müsst euch vorstellen, erstens ist der Fit, ja, quasi tragbar wie so ein T-Shirt. Also klar, man sieht ein bisschen mehr den Oberarm als bei einem T-Shirt, aber das hat immer noch so ein bisschen so diese Ärmeloptik, aber das meinte ich gar nicht, sondern weil das Ding ein bisschen länger als sonst ist. Sonst, wir machen viel mit Crop, wir haben uns jetzt hier entschieden, wirklich so eine Oversize-Weste zu machen. Das meinte ich immer noch nicht, sondern ich meinte,
dass wenn man den Reißverschluss zumacht, normalerweise geht er ja quasi bis hier. Und that's it. Und dann hat man hier diesen Kragen, den ihr hier nach wie vor immer noch habt. Tag, geh beiseite. Wir müssen diese Jacke noch verkaufen. Ich mach Spaß. Die reiße ich mir unter den Nagel. Wisst ihr, so ist normal. Aber der Zipper geht quasi bis komplett nach oben. Und dann habt ihr diesen Look. Und wenn ihr da noch eine Sonnenbrille rockt, das hatte ich letztes Mal in Berlin. Ich will nicht pushen, aber es kamen einige Komplimente rein. Wisst ihr, was ich meine? Dann seht ihr so ein bisschen aus wie so ein... Ich weiß nicht, wie sieht man dann aus? So ein Ninja Turtle, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und das fühle ich auf jeden Fall. Und wir waren echt am struggeln. Hey, sollen wir es nicht einfach so lassen, dass der Reißverschluss quasi hier zu Ende ist? Aber wir haben den komplett bis nach oben gemacht. Und das feiere ich. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber es sind so kleine Elemente. Wisst ihr, was ich meine? Darüber zerbricht man sich den Kopf. Wir haben da wirklich eine Woche oder so hin und her diskutiert. So, sollen wir lassen, sollen wir nicht lassen. 100 Mal angezogen. Was kommt nicer, was kommt chöp. Es gibt noch ein Oberteil. Das sparen wir uns bis zum Ende auf, weil das ist eine Premiere mal wieder. Wir machen weiter mit dem bereits angesprochenen zweiten Part des Sets, des Cracked Denim Shirts Sets, die Hose dazu. Nämlich eine kurze Hose. Da ist der Kollege. Ich glaube, ich brauche dir den Cracks nicht sagen. Wir haben uns diesmal dazu entschieden, unseren ADR-Zipper wieder gerade zu halten, den wir auch schon in den letzten Kollektionen so hatten. Überall das Dressing hier an den Pockets, so auch hinten. Und wir haben hier diese Elemente, die wir noch bei der Cracked Denim Jacket hatten, auch eingebaut. Also man kann diese Teile hier auch tatsächlich abmachen. Ich weiß nicht, ob da irgendwer drauf Bock hat, man kann diese runterbaumeln lassen, whatever. Aber ich hoffe, dass ihr checkt, dass der Schnitt schon ein bisschen weiter ist hier unten im Schritt. Und dass die auch generell ein bisschen weiter und länger geschnitten ist. Also das ist keine Jorts oder whatever, die geht immer noch ja übers Knie, aber die ist so ein bisschen länger als über das Knie. Versteht ihr, wie ich meine? Und das macht die Jacke wahrscheinlich, die Hose für mich besonders, weil wir... Ja, bei den Terra-Sachen war es auch schon so ähnlich. Aber ansonsten hatten wir jetzt immer Hosen, die, ihr wisst, so bis oberhalb des Knies geht. Die ist jetzt mal ein bisschen länger. Machen wir weiter dann mit einer Hose. Viele können sich vielleicht noch an die Distressed Denim Jeans erinnern. Ja, ich glaube, die haben wir released. Die war innerhalb von ein paar Stunden oder whatever ausverkauft. Da haben wir uns jetzt gedacht, weil wir wirklich häufig die Anfrage hatten, hey, wann kommt diese Hose wieder, bla bla bla. Deswegen haben wir gedacht, wir machen einen Fort... Gänger, einen Nachfolger. Und daraus ist eine Waxed Denim Jeans geworden. Blue Jeans und Waxed, immer ein bisschen heikel. Wir haben wirklich lange experimentiert, das so hinzukriegen, wie es letztendlich geworden ist. Weil wenn ihr das in den Händen hält, dann spürt man diese Waxed-Effekt. Also auf Ernst. Also ihr werdet es jetzt nicht in der Kamera sehen. Und hat halt ähnlich wie die Distressed Denim Jeans die Rips rechts und links. Wir haben unten die Buttons zum enger machen. Weil die ist todesweit. Ich glaube, die ist sogar weiter als die Hose, die ich jetzt gerade anhabe. Und zusätzlich haben wir noch überall diese Paint-Punkte. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin heute ein bisschen... Freunde, ihr müsst checken. Es ist gleich 12 Uhr abends. Ich war den ganzen Tag am Arbeiten, im Lager, am Lochen. Und mein Kopf ist ein bisschen durch den Wind. Aber ich hoffe, ich kriege das hier einigermaßen gut hin. Das müsst ihr selber mal in den Händen halten, um den Stoff zu checken. Und auch generell, um den Fit zu verstehen. Weil die Hose ist wirklich jetzt nicht was für jedermann. Die ist schon sehr... Aber das sage ich eigentlich immer. Ich finde ADR-Hosen, das ist so einer der Sachen, die wir so mit am besten machen. So bin ich ehrlich zu euch. Das ist so, zumindest habe ich das Gefühl, dass ich gerade bei den Hosen immer denke, so okay, da ja, sind wir gut drin, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Hose finde ich auch sehr, sehr nice. Und ich glaube, viele Leute, die die Distressed Denim Jeans damals nicht gekriegt haben, die werden hier mit glücklich sein. Und auch die, die nach wie vor feiern, können sich hier dann nochmal ja, eine Blue Jeans mit demselben ähnlichen Fit gönnen, um das Ganze dann nochmal, um einfach ein zweites Paar zu haben. Checkt ihr? Kommen wir zu den letzten beiden Pieces. Nein, gar nicht wahr, weil wir haben noch ein Accessoire am Start. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Wir kommen aber jetzt zu dieser Premiere. Wisst ihr, ich meine, mittlerweile ADR gibt es, glaube ich, jetzt 6 Jahre. Hat man natürlich einiges gemacht. Man hat Hosen, Jacken, keine Ahnung was. Aber es gibt immer noch so eine Handvoll Sachen, die wir noch nie hatten. Und eins davon war ein Anzug. Ein Anzug, ihr wisst, gerade so Blazer oder so, ist schon nochmal ein anderer Anspruch, als wenn man jetzt irgendein T-Shirt macht. Und deswegen waren wir da immer sehr vorsichtig mit. Okay, sind wir so weit, sind wir nicht so weit? Wir haben uns dann die Zeit genommen. Der Prozess ging low-key über ein Jahr. Aber wir haben einen Anzug rausgehauen, den ich fühle des Grauens.
Einmal, weil der Stoff so besonders ist. Ich meine, es ist eine Sommerkollektion, deswegen muss sie ja auch so ein bisschen sommertauglich sein. Das ist jetzt so eine Viskose-Leinen-Mischung. Ihr könnt den Stoff nicht sehen, aber der ist wirklich so ein bisschen so ähnlich, so Type, so Issey-Miyake Omplissé. Also nicht vom Stoff her, aber von dem Effekt her, weil der ist auch so ein bisschen lufty. Wisst ihr, wie ich meine? Distressed Kragen, distressed hinten, an den Schultern die Naht distressed. Und natürlich auch wieder unsere Buttons hier an den Ärmeln. Aber ich glaube, zwei der besonderen Merkmale ist einmal, dass wir diese Button-Optik von den T-Shirts und von dem Kurzarmhemd hier nochmal am Kragen weitergezogen haben. Also komplett hinten. Und auch nochmal nice ist, dass man den Blazer auf zwei Wegen tragen kann. Also entweder so, der eher förmlichere Weg, ja, so ein bisschen länger, aufs Jackett angelehnt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ist schon so ein bisschen mehr. So, ich gehe auf eine Hochzeit, ich gehe auf irgendein Event. Aber wenn man die jetzt im Alltag rocken will, dann kann man auch easy hier das ganze Crop machen. Und ich finde, wenn man die so anzieht, ich hoffe, ihr seht's, dann gibt das mehr so Jackenoptik und hat nochmal einen ganz anderen Vibe, als der Blazer normal ist. Ich liebe die Jacke. Ich bin im August auf eine Hochzeit eingeladen und ich kann da einfach mit meinem eigenen Anzug einen Pull-Up machen. Ich bin ehrlich zu euch. Big Flex. Spaß beiseite, fühle ich auf jeden Fall. Und dazu gibt es natürlich auch, hätte ich fast vergessen, Freunde, die passende Hose. In demselben Stoff, in derselben Farbe, ich glaube, das ist obvious, und in demselben Design. Also hier wieder Distressing-Elemente. Wir haben natürlich unten diese Button-Optik wieder am Start. Wir haben da jetzt nicht zu übertrieben mit den Buttons, das hat auch einen Grund. Weil stellt euch vor, wir hätten jetzt unten todesviele Buttons und ihr wollt die Hose kürzen, was bei einem Anzug, Standard sein soll, kann, wie auch immer, dann hättet ihr da Todesprobleme gehabt, wenn ihr dann durch diese Buttons die Hose kürzen müsst. Deswegen haben wir da lieber ein bisschen, was heißt mit gespart, ist falsch, aber einen anderen Look mit kreiert, dass wir die Buttons ähnlich wie am Kragen dezent gehalten haben, damit es auch nicht zu sehr drückt, damit es nicht zu auffällig ist, weil es soll ja immer noch tragbar sein, versteht ihr, wie ich meine? Und was wir bei der Hose auch gemacht haben, aber diesmal versteckt, unseren Zipper. Ja, Hidden Zipper. Ähnlich wie bei den Buttons, damit es nicht zu sehr drückt, nicht zu sehr auffällig ist, haben wir den Zipper hidden gemacht, damit er da ist. If you know, you know. Aber dass man ihn nicht direkt so in your face erkennt. Und ich muss sagen, für unseren ersten Anzug todeszufrieden. Natürlich auch einen Inner Lining am Start, damit das Ganze hochwertig ist. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Piece sagt, weil ihr müsst eigentlich den Stoff einmal in den Händen gehalten haben, um das wirklich so zu checken. Ja, aber ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen wenigstens über die Kamera so erahnen. Und dann habe ich noch gesagt, dass es ein Accessoire noch gibt, nämlich eine Kappe. Und auch hier wieder die Buttons am Start. Wieder mit dem Links- oder Rechtsrall, je nachdem, wie ihr es seht. Distressing am Start, Waschung drauf und wie immer hinten unser Verschluss. Und hinten auch nochmal die Buttons als Wiedererkennungsmerkmal. Ansonsten ist es halt eine Dead Cap. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Auf entspannt kann man machen, muss man nicht, je nachdem, wie man Bock hat. Ansonsten waren das alle 20 Pieces, Freunde. Das war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ich hoffe, euch hat die Kollektion gefallen. Nochmal, Leute, es ist momentan eine unfassbar spannende Zeit. Wie gesagt, dieses ganze Retail-Ding ist sehr, sehr zeitaufwendig. Deswegen ist das mit den Videos hier aktuell nicht so einfach. Aber ich versuche das Ganze wieder wegzubringen. Ich will nicht versprechen, wann, wie, wo, aber es wird was kommen. Trust me, es wird wieder mehr kommen. Wir hatten ja jetzt, glaube ich, 2 Monate oder so wirklich konstant Content. Aber da müssen wir wieder wegkommen. Ich hoffe, es ist die ganze Zeit abgeschnitten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ansonsten, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut sie einfach gerne in die Kommentare. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass am 28.07. die Kollektion um 13 Uhr online kommen wird. Ich kann, wie gesagt, nur Danke sagen, weil das alles ist nur möglich dank euch. Da brauche ich ja auch nichts anderes zu sagen. Deswegen jeder, der den Weg seit 6 Jahren mitverfolgt, Appreciation. Ich bin erstmal raus. Folgt ADR auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Falls euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Question of the Video. Was ist euer Favorite Piece der gesamten Kollektion? Ich bin raus. Peace.